So, weiter geht's mit neuen Runde Flive. Wir sind auf Ignite Flive. Und ich habe letztens wieder angekündigt, ja, heute, dieses Wochenende kommen zwei Streams, vielleicht sogar drei Streams. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, also ich bin momentan echt nicht wirklich in der Stimmung, hier Streams zu machen. Also jetzt nicht wegen euch oder so, das klingt ein bisschen komisch. Nein, es ist einfach. Also. Ganz egal, was ich mache, ich stream, beziehungsweise ich nehme einfach Videos auf, 10 Minuten später hat es drin irgendwie 40 Grad oder so. Ich muss sagen, es ist gerade irgendwie echt so ein bisschen Sommerpause bei mir. streamtechnisch zumindest. Und wie gesagt, ich versuche, dass ich das immer wieder mache. Es soll dann, glaube ich, in der nächsten Woche ein bisschen kühler werden. Am Mittwoch soll es bis 40 oder bis 41 Grad warm werden, was unglaublich krass ist. Ich meine, wir haben aktuell 32, 33 um den Dreh. Und einfach noch wärmer. Ich weiß es echt nicht. Ich kann es mir ehrlich gesagt kaum noch wärmer vorstellen. Aber, tja, schauen wir mal, geht's. ich weiß nicht, wie die Leute in der Wüste überleben und teilweise in Kalifornien. Was haben die da teilweise? 120, 130 Grad Fahrenheit. Also bis zu 50 Grad teilweise. Ich weiß nicht, wie man sowas aushält. Also ich finde 33 oder 30 Grad schon brutalst warm. Vielleicht bin ich das als Bergmensch einfach nicht gewohnt oder so. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Vielleicht geht es mir so. Ich weiß es nicht. Also ich find's brutal. Und ich weiß nicht, die ganzen Leute, die immer sagen, ja, hier, keine Ahnung. Sommer ist schön und es regnet, oh, und es ist Winter, oh, Hilfe, und keine Ahnung. Ganz im Ernst, ich weiß es nicht, also ob es so viel besser ist als im Winter. Also ich muss sagen, ich finde minus 20 Grad um einiges angenehmer als jetzt 40 Grad in der Sonne oder im Schatten oder 30 Grad selbst, also keine Ahnung. Kommt drauf an. Ich meine, das Ding ist, im Winter, du kannst dich halt eben warm anziehen, dass es dir trotzdem angenehm warm ist. Und im Sommer, du kannst halt nur begrenzt Sachen ausziehen, also. Naja, sehr viel kannst du halt eben irgendwann nicht mehr ausziehen und ist so ein bisschen limitiert, deswegen, keine Ahnung. Ja, wie dem auch sei. Ich habe mir Gedanken gemacht über ein neues Format und zwar über neues Angespielt-Format. Ich bin mir schon bewusst, dass dieses aktuelle Format nicht gut ist. Ich muss sagen, es ist halt einfach veraltet. Ich gehe rauf, mache ein paar Level, schaue mir alles durch und so weiter, sage meine Meinung, worüber dann eh dann 50% meistens nicht mit einstimmen, nicht übereinstimmen, mir nicht zustimmen, wie auch immer, was auch vollkommen in Ordnung ist. Und ja, ich weiß es nicht. Ich bin so ein bisschen am Überlegen, ist eine eigene Meinung noch irgendwie sinnvoll im Video? Ich bin eigentlich der Meinung, ja, definitiv. Andererseits muss ich auch sagen, ich meine, ich bin halt generell jemand, der jetzt eine sehr klare Meinung hat und zum Beispiel Pay to Win bewerte ich jetzt in Anführungsstrichen schon mal als negativ oder sehe ich als negativ. Wenn irgendwelche Server zum 20. Mal online gehen und teilweise dann fünfmal mit anderen Namen, dann finde ich das auch absolut abstoßend irgendwie. Ich persönlich. Oder wenn die das Server irgendwie alle 3 Wochen wipen, Hust, Hust, Skyfire Live. Ich weiß es nicht, wie es euch geht. Also mir persönlich, ich finde das absolut abstoßend. Ich finde das nicht gut, ich finde es nicht schön und ich zwei oder ich. Ich stelle solche Server meistens auch nicht mehr vor, weil ich ganz ehrlich solche Server auch nicht wirklich unterstützen will. Einen Server zu unterstützen, der immer wieder wipet, immer wieder Geld von Leuten nimmt und so weiter. Und teilweise Donates kaum oder gar nicht erstattet. Ich weiß es nicht. Ich persönlich finde es einfach nicht gut und das ist halt einfach so meine, ja, wie soll man sagen, meine persönliche Richtlinie oder ja, an mich selbst mehr oder weniger, die ich an mich selbst gestellt habe und meine Sätze ergeben gerade nicht Sinn. Das ist warm. Ist okay. Auf alle Fälle. Ich weiß es einfach nicht, ob das noch Sinn macht. Ist es gut? Ist es zeitgemäß? Ich weiß es nicht. Ich dachte mir, vielleicht machen wir das Ganze ein bisschen anders, weil es natürlich auch oft nicht nachvollziehbar ist, warum bewerte ich jetzt oder warum sage ich, dass das aber schlecht ist, warum sage ich, dass das aber gut ist. Ich habe mir überlegt, vielleicht gliedere ich das Ganze ein bisschen auf.
in mehrere Aspekte, dass man quasi jedes Mal immer 5 oder vielleicht sogar 10 Punkte haben, die man dann zum Beispiel oben dann hier schön, ich dann schön rein editiere, wo er dann eben zum Beispiel steht, keine Ahnung, erster Eindruck, Anfängerfreundlichkeit, Shop, also irgendwie hier Echtgeld-Shop und so, Donate, was auch immer, Aufbau des Gameplays, Endgame-Content und so weiter und so weiter. Dass wir vielleicht so das Ganze aufbauen, oder ich so das Ganze aufbaue und mich dann darüber informiere, dass es quasi nicht mehr so ein reines angespielt ist, wo ich halt sage, okay, ich komme auf den Server drauf und ich zeige einfach mal, wie ich den Server mal spiele und ihr seht einfach generell, oder auch, ich meine, man muss auch sagen, angespielt helfen den Usern weniger als den Admins, weil wenn ich jetzt zum Beispiel einen Server anspiele und halt einfach sage, okay, jetzt komme ich drauf, ja, wo ist denn eigentlich dieses, oder dann kriege ich zum Beispiel irgendeinen Chip oder so oder irgendeinen Coin. Und ich denke mir so, ah ja, wo kann ich den überhaupt einlösen und so. Und dann schaue ich ein bisschen rum, finden nicht. Und wenn Admins dann zuschauen, die zumindest ein bisschen userorientiert sind, die sehen dann, ah ja, okay, gut, der schaut ja da rum und findet es nicht, also machen wir es vielleicht einfacher. Und deswegen bin ich fast der Meinung, dass sowas den Server tatsächlich um einiges weiterbringt. Auch wenn vielleicht manche Videos von mir ein bisschen unbeholfen wirken und ein bisschen unprofessionell, weil ich halt ein paar Mal rumeier, bis ich mal irgendwas finde und so. Bin ich trotzdem der Meinung, dass es dem Server helfen kann, wenn er es will und wenn er es zulässt. Und ein Server könnte sich dadurch eigentlich schon einiges verbessern, bin ich der Meinung. Ja, deswegen, ich überlege die ganze Zeit, sollen wir es ein bisschen umbauen, dass ich mich quasi ein bisschen über den Server informiere. Mittlerweile bekomme ich dann auch schon von vielen Servern immer riesige Listen an Features und Erklärungen zugesendet, für einen angespielt. Und ja, die nutzen, beziehungsweise generell ein bisschen vorbereiteter reingehen. Was halt das Ganze so ein bisschen, ich meine, wenn man sich auf ein Video vorbereitet, es kommt professionell rüber, andererseits ist es halt auch so ein bisschen gescriptet und ich versuche immer so eine Balance zu finden, aber es ist entweder so oder so und es ist ja wirklich, ich weiß es nicht, es ist schwierig. Ich werde auf alle Fälle nicht dann vor auf den Server spielen, zumindest in der Regel nicht. Das wäre dann ein bisschen zu viel des Guten, wie ich finde. Ich würde vielleicht mal mit einem Ringmaster reinschauen, keine Ahnung, aber jetzt nicht wirklich spielen. Und ja, was ich generell sagen würde, ist, dass ich dann vielleicht einfach so ein paar Punkte da oben mache, dass ich auf jeden Punkt eingehe. Keine Ahnung, vielleicht machen wir sogar so ein Punktesystem, dass wir sagen, das finde ich nicht so gut, das sind irgendwie, vielleicht nämlich sagen, das, dem geben wir jetzt irgendwie 1 von 5 Punkten oder so, keine Ahnung. Nur mal so als Beispiel. Und das ist im Prinzip die große Frage. Und da brauche ich jetzt wirklich euch und wirklich eure Meinung. Was denkt ihr, wollt ihr die alten angespielt weiterhaben, so wie die sind? Oder lieber ein bisschen was anderes, ein bisschen was Frischeres und ein bisschen übersichtlicher, dass ihr quasi durch das Video durchskippen könnt und sofort wisst, hier geht es um das und das. Oder wenn euch zum Beispiel jetzt hier dieses Donate und so nicht interessiert, okay, es gibt einfach weiter. Ich weiß es nicht. Also könnt einfach mal in Kommentare schreiben. Müsst ihr in Kommentare schreiben. Ist ja gezwungen. Nein, aber doch. ich brauche einfach Feedback von euch. Und ja, ich muss eh sagen, Satz, der angespielt ist echt schon wieder eine Weile her. Ich meine, klar, man könnte jetzt relativ viel noch in die Richtung gehen und generell viel noch verändern. Einfach auch generell ein bisschen. Ich hatte noch eine andere Idee mal mit denen angespielt. Ich weiß es gerade, ich weiß es nur leider selbst nicht mehr, um was es da ging und wie ich das geplant habe und so. Ich wollte es mir aufschreiben, dachte mir dann so, ach ja, das vergesse ich nicht. Und wenn ich dann nächstes Mal angespielt aufnehmen will und so, dann denke ich ja dran und so. Ich habe die Idee eigentlich dafür relativ gut gefunden. Nur weiß ich das leider nicht mehr und das ist ein bisschen bitter. Ja, RIP. Was auch schon jemand meinte, war, ich weiß nicht, war das irgendwie Medialos, war das Fladdy, war das irgendwie anders? Keine Ahnung. Dass eigentlich die angestreamt, meistens am besten sind, wenn man da meistens sieht, 1-2 Stunden streamen. Ich weiß es nicht. Ist generell ein Ding, wo ich sagen muss, ja, doch. Stimme ich euch schon zu? Finde ich gut.
Die Frage ist einfach auch, gut, man kann es nicht immer machen. Wie gesagt, jetzt im Sommer muss ich sagen, Streamen hier bei der Hitze ist momentan nicht schön. Vor allem ab einem bestimmten Punkt hat er wahrscheinlich sogar einen PC-Lüfter, weil der einfach mit der Zeit halt einfach schneller dreht und wenn es im Zimmer schon 40 Grad oder so hat, dann wird auch der PC wärmer und muss sich mehr belüften und so weiter. Deswegen, ich weiß es nicht. Und ich meine, klar, ich hocke natürlich drin bei 40 Grad, irgendwie so, oh, so heiß. Oder je nachdem. Halt, man kommt teilweise aus der Dusche und streamt oder will streamen und denkt sich so, naja, gut, okay, ich komme aus der Dusche. Will ich jetzt wirklich streamen? Ja, hier doch nicht. Und mit offenem Fenster streamen geht meistens auch nicht und meh. Also, ich muss sagen, unsere Nachbarn sind echt richtige intelligente Leute. Ich habe es letztens schon mal gesagt, die machen hier jeden Tag ein Lagerfeuer, fast jeden Tag. Bei dieser Hitze, ich meine, wir wohnen ja in Bayern, da. Wir wohnen direkt. Ich kann nicht skillen, das ist die Stadt, lol. Los, so jetzt apply. Wir wohnen wirklich im Waldgebiet, also quasi, keine Ahnung, 10 Meter weiter nach links oben, was auch immer, aus welcher Richtung, gehen die Bäume los, also gehen halt wirklich der Wald los, ja, kennst teilweise irgendwie aus anderen, vielleicht irgendwie die Bilder vom Schwarzwald oder so, keine Ahnung, vom Bayerischen Wald, wo halt einfach teilweise Berge sind, die halt komplett über Quadratkilometer dann teilweise mit Bäumen bedeckt sind. Oder zig Quadratkilometer meistens. Oder hunderte Quadratkilometer. Ich weiß gar nicht. Also wirklich riesige Flächen. Und diese Leute, ja, wir machen immer ein Lagerfeuer. Hat zwar 35 Grad draußen, wir machen ein Lagerfeuer. Stellen sich ein paar Gießkannen hin. Gut, muss man sagen, die denken ja sogar an eine Gießkanne. Und an Wasserschlauch und so. Aber ich meine, wenn da einmal Wind kommt und so, dann kannst du mit der Gießkanne so viel rumlaufen, wie du willst. Dann war es das. Man sieht es aktuell in Schweden, oder schon vorbei in Schweden, was da wirklich los ist mit dem Waldbrand und allem. Ich find's verrückt. Wie gesagt, das sind beides Lehrer. Ich weiß es nicht. Ich find's ziemlich verrückt irgendwie. Also, keine Ahnung. Warum er sowas macht, ist mir persönlich echt ein ziemliches Rätsel. Das Nox ist bloß ein 9 sogar. Weil ich mich gerade wundere wegen der Hitrate. Wie man sowas machen kann, ist mir echt ein Rätsel. Ich meine, ich habe auch schon darüber nachgedacht, so, nachdem die darauf angesprochen haben und die das trotzdem weitergemacht haben. So, call the cops. Keine Ahnung. Ist schwierig. Klar, war mal meine ehemalige Lehrerin. Ich weiß es nicht, es ist echt ein bisschen. Naja, hoffen wir aufs Beste. Hoffen, dass nichts passiert. Wenn ich mal keine Videos mehr upload, dann wisst ihr es. Oder wenn ihr irgendwie mal von irgendeinem riesigen Waldbrand in Bayern hört oder so, dann wisst ihr auch Bescheid, ja, meine Nachbarn. Unter Umständen waren das. Naja. Jetzt müssen wir mal schauen. Also, ich glaube, ab wann war das? Donnerstag oder Freitag, glaube ich, soll es ein bisschen so um einiges kühler werden, was ich so schon mal super finde. Also, wie gesagt, ich mache die Streams von mir echt temperaturabhängig. Ich dachte mir eigentlich, es sollte generell schon kühler sein oder kühler werden. Irgendwie ist es scheinbar doch nicht so gewesen. Vielleicht verbleiben wir einfach so, dass wir sagen, ich stream, wenn es kühl ist, wenn es ein bisschen kühler ist. Und wenn es warm ist und selbst wenn ich dann angekündigt habe, dann ist das im Prinzip nichtig, weil ich. Also, das tue ich mir persönlich nicht an. Das ist wirklich. Ist nicht mehr schön zu streamen. Und es soll irgendwie ein bisschen Spaß machen. Und wenn man dann irgendwie hier schwitzend im Zimmer hockt und keine Ahnung, versucht sich irgendwie auf was zu konzentrieren und sich so denkt, oh, ist das heiß, ich will aufhören, ich will lüften, ich will keine Ahnung, dann ist es nicht mehr schön. Und ja, genau. Deswegen erwartet einfach Streams, wenn es regnet, wenn es kühl ist. Und ein Schedule. Ich muss sagen, ist irgendwie eine Zeitangabe, wann ich streame. Oder vielleicht sogar eine Liste, wie es die meisten Streamer haben. Gut, viele streamen direkt am Morgen. Ich weiß es nicht. Macht ein Livestream direkt am Morgen Sinn?
wenn ich gut, okay, ich glaube, der fängt schon um 8 irgendwie an und streamt dann bis um 12 oder so eine Art irgendwie. Ich bin jetzt nicht der Morgenmensch und ich weiß es nicht, ob ich das Ganze machen soll. Hättet ihr darauf Bock? Ich weiß es jetzt nicht. Ich denke mal, die meisten sind von euch halt eher berufstätig und keine Ahnung. Ich könnte halt morgen einfach mal just for fun einen Stream machen um die Zeit. Oh, will ich das wirklich? Vielleicht stehe ich um 9 auf und mache von 10 bis um 12 im Stream. Nee, warte mal, ich wollte morgen noch duschen. Irgendwie so eine Art vielleicht. Ja, um 10, 10 bis 12 einfach mal einen Stream. Wahrscheinlich wenn nur für mich selbst streamen, aber einfach mal zum Testen. Irgendwie so eine Art. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Ignite Fluffy P.